Glas Milch sollte auch ein gesäuertes Milchprodukt täglich nicht fehlen. Dazu gehört eigentlich das Joghurt, die Buttermilch oder die Sauermilch. Was passiert bei der Säuerung? An und für sich ist es so, dass die Mikroorganismen praktisch den Milchzucker umwandeln in Milchsäure. Und die Milchsäure ist ganz, ganz bekömmlich für unseren Körper. Und die zugeführten Milchsäurebakterien, die enthalten sind, die tun unseren Darm sehr, sehr gut, baut eigentlich wieder die Darmflora wieder gut auf. Und Kaiser Franz Josef, den hat man schon bei einer Darminfektion mit Joghurt behandelt und ist wieder gesund worden. Und wir wissen ja, wie alt das er worden ist. Also wir können auch sehr viel Vorbeugendes machen. Und neben den Eiweiß, Fett und den Kohlenhydraten, die da in der Milch, in den gesäuerten Milchprodukten enthalten sind, sind natürlich auch wieder die Vitamine enthalten, wie das A, D, E und K und die Vitamin B-Gruppe. Und natürlich, was wieder ganz wichtig ist für unseren Knochenaufbau, das Kalzium. Also jeden Tag ein Schüssel Joghurt oder Sauermilch.